Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included im Space Out DLC. Ja, hier sind wir da. Ja, momentan ist es halt so im Spiel, dass man eigentlich fast wie schon im normalen im Basisspiel spielen. Nur, dass wir halt auf andere Planeten können, aber im Moment läuft hier halt nicht viel. Also es läuft jetzt tatsächlich noch an der Kolonie viel leer, weil wir da halt doch auch noch Ecken haben, wo wir aufpassen müssen. Wo es vielleicht sonst kritisch wird. Wir haben jetzt eigentlich 9 von 10. Ja, wo ist der 10. Komisch. Merkwürdig. Ah, jetzt heißt. Jetzt ist auf einmal 10 von 10. War jetzt für eine kurze Rakete wahrscheinlich. Ich hab gedacht, hä? Warum? Keiner verreckt oder sonst wie. Also wir haben das letzte Mal noch das in Auftrag gegeben, diesen Sauerstoffraum, also Elektrolyseraum, also Wasserstoff und Sauerstoff eigentlich zusammen hier. So, ich schaue es einfach momentan aus. Ja, die Luft ist ein bisschen dünn, aber okay, die ist atembar. Haha. So, hier brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht großartig drauf achten, dass wir jetzt hier das filtern, die Ausgabe. Wir blasen den Sauerstoff einfach mal irgendwo raus, würde ich sagen. Ja, vielleicht hier unten rausblasen. Oder hier. Machen wir es mal da ganz da unten. Erstleitung. Da es in der Mitte ist, müsste sich das eigentlich wieder rechts, links abwechseln für die Leitung. Ich habe jetzt auch extra wieder 2 Pumpen ja immer hier, weil dann haben wir auch die 10 Kilo, wo es da pumpen kann hier. So, hier oben, da muss man natürlich eine Stromversorgung machen. Das wird man nicht an unser Netz hängen. Weil den Wasserstoff haben wir ja so oder so, dann müssen wir ja auch irgendwie verbrauchen. Deswegen wird man auch hier einen Wasserstoffgenerator bauen. Im Prinzip eigentlich 2. Weil die ganze Technik hier, die braucht mehr wie einen Wasserstoffgenerator. Es sei denn, man würde ihn ständig boosten. Aber das Tune, das funktioniert halt auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Komischerweise. So. Da fehlt noch eine Batterie dann. Man könnte die auch durchrennen lassen, dass halt ja der Wasserstoff verbraten wird, ne? Aber das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Glock. Ja, so wie er da aber in der Blaupause steht, so ist es jetzt aber nicht. Er ist nach unten gefahren, der Dinger. Ich will es nur mal sagen. So, und dann können wir mal hier hinten dran einen Gastank bauen. Da haben wir dann noch was vorher. Weil da ist ja dann der Eingang. Und das wird im Prinzip ja jetzt wieder wie immer. Das fädeln wir jetzt einmal. Na gut, wir müssen da so einen kleinen Knoten bauen, aber bleibt uns nichts übrig. Beziehungsweise, ja gut. Nee. Wir könnten es auch ohne Knoten lösen, aber ich mach's jetzt mal mit Knoten. Ich mach's jetzt mal mit Rohrknoten. Wenn wir den Tank rumdrehen können, der wäre das Problem eigentlich nicht da. Will ich mal so erwähnt haben. Ein Gasabzug. Dann ein Rohrgasdetektor.
Muss ich mal überlegen. Ja, da muss ich wieder nicht einbauen. Ja. Muss immer wieder. Das ist einfach, weil ich habe das jetzt schon öfters jetzt so wieder gebaut, aber mal mit nicht und mal eben nicht. Und ich denke aber, dass ich da nicht brauche, weil ich alles ausfiltern will, außer dem Wasserstoff. Und da muss ja da ein rotes Signal entstehen. So. Was war jetzt das? Ja, das war nicht fertig gebaut. Mensch. Ja, da war wieder Feierabend dazwischen gekommen oder so. Warum? Unerreichbar gebaut. Ah. Okay. Hab schon kapiert. Da muss noch eine Leiter hin. Weil das hier noch ist, hier die Mechanik. Ja, man ist ja so. Kohlendioxid nicht. Genau, damit das Klapperl zu ist, wenn Kohlendioxid da drauf steht. Und momentan steht ja auch Kohlendioxid. Das war ja nur für unten. Also das ist, wie gesagt, die batterielose Sache. Wenn ihr jetzt keinen Filter investieren wollt, wenn ihr sagt, ah, den Strom möchte ich mir sparen, dann könnt ihr sozusagen, und ihr wisst zum Beispiel, wo das, dass ihr es einfach rauslassen könnt hier, dann macht ihr das einfach so. Rohrgasdetektor. Seit wann ist es schon hier so aufgestellt, dass es ja. Normalerweise muss ich doch immer atembar und nicht atembares Gas vorher auswählen. Ist egal. Ne? Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken drüber machen. Blaupause. Ach, mehr Nährstoffriegel. Ja, was waren die Duplikanten? Haben wir gar nicht angeguckt. Weiß nicht, warum ich irgendwie bin ich noch so fixiert, dass ich mir immer das Essen nehme. Ach, begann. Wasserstoff und Wasserstoff. Ja, wir wollten ja eigentlich. Könnte man aus dem Weg, könnte man einen dickeren Hintern wegbewegen hier. So, wir lassen. Nur wenn es über 500 Gramm hier Luft ist, lassen wir abpumpen hier. Ansonsten soll das Ganze bleiben. Ist verbunden, dann. Können wir die eigentlich wieder einschalten? Flip. Aha, Moment mal. Ach so, ja, das können wir eigentlich auch zerlegen. Weil da haben wir ja das Ernte für den Bottle-Filler gemacht, wobei man das auch. Das ist auch mehr schlecht als recht hier. Wahrscheinlich weiß er deswegen jetzt gerade nicht, was er soll hier. Weil irgendwie läuft es nämlich nicht weiter. Komisch. Weil eigentlich müssten wir jetzt ein grünes Signal haben. Ja. Aber das sagt jetzt irgendwie Rohr blockiert. Und weil er das nicht deuten kann, weil er da jetzt nicht weiß, in welche Richtung das Gas soll und weil das hier offen ist, das könnte da oben fließen und ja. Wie schaut es denn hier aus? Wasserstoff. Ah. Haben wir da drin? Oh. 4 Kilo Wasserstoff. Ah, drum ist das auch hier so blöd. Das haben wir mal leeren lassen. Weil da werden nur ein paar Gramm Sauerstoff rausgeholt, ein paar Kilogramm und das ist ja lachhaft hier. Aber ich weiß, wo die hingehen. Die gehen in die Rakete. Oh. Da kommen wir gar nicht hin. Spezialist wieder hier am Werk, ne? Tja, einmal mit einem Profi. So, jetzt können wir uns hier das Stromchaos mal angucken hier. Also, wir brauchen hier vorneweg 960 Watt. Und das bringt 800 Watt.
Nur nochmal zur Erklärung, ich habe es im Basisspiel schon mal erklärt und die zwei zusammen würden 1600 Watt bringen. Also wir hätten da einen Überschuss, aber wie gesagt, hier würden uns 160 Watt fehlen. Ich meine, es könnte mit einem Generator funktionieren. Es ist aber auch wirklich spitz auf knapp. Dadurch, dass man ja immer ein bisschen Batteriestrom puffert und das vielleicht nicht immer komplett läuft. Also zum Beispiel da innen, die Wasserstoffpumpe wird auch nicht dauerhaft ständig laufen. Aber trotzdem, es ist so eine Sache. So, unter. Weiß nicht, auf was ich sie mal eingestellt habe. 750 Gramm oder so. Dann fällt mir jetzt gerade ein, im Basisspiel habe ich das tatsächlich vergessen. Da habe ich zwei solche Räume gebaut und da habe ich den Sensor vergessen einzustellen. Es ist nicht schlimm, aber ja, das könnte sich nachteilig auf die ganze Anlage ausüben hier sozusagen. Gut. Ich meine, dann, wenn der Tank halt hier voll ist. Tja, die Sache ist halt die. Man müsste irgendwie die ganze Anlage abschalten. Wenn zum Beispiel kein Sauerstoff mehr. Weil dann fängt die, ja gut, dann fängt die nämlich auch irgendwann an, hier Sauerstoff zu pumpen, weil der Wasserstoff dann. Nee, 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 eigentlich ist es anders so, weil der Wasserstoff wird irgendwann das Problem sein, dass die dann hier Wasserstoff pumpen und dann gibt es halt hier irgendwann mehr Wasserstoff in der Umgebung. Das ist das Problem. Man müsste eigentlich fast sagen, ja. Wenn hier irgendwo am Rohr länger wie 5 Sekunden Wasserstoff angezeigt wird, dann soll die Anlage abgeschaltet werden. Vorläufig. Nee, es ist aber auch blöd. Ja, wir müssen jetzt. Ich muss mir jetzt nur mal überlegen, was ich mit dem überschüssigen Wasserstoff mache. Ne? Da müsste ich eigentlich nochmal einen Generator hinstellen, der uns einfach Strom ins Netz einspeist. Und pipapo. So, könntet ihr mal die Batterie bitte bauen? Das wäre mir sehr ein Bedürfnis. So, Fertigkeiten sehe ich hier gerade. Kamile hat einen neuen Förderungspunkt. Na, du gehst natürlich hier weiter, kriegst das neue Keppel, die dann hier orange schon am Schild ist. Hat man Ada, könnte auch noch was lernen. Oder haben wir es da erstmal ausgesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben ja mal irgendwann gesagt, wir wollen da auf Schutzanzugtraining gehen. Also sie ist auf jeden Fall Gräberin noch immer, ja. Was könntest du eigentlich sonst noch gut? Graben. Graben, 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 graben. Stärke, okay. Ja, wir gehen bei ihr auf Schutzanzugtraining und da können wir noch hin. Ja, mehr möchte ich jetzt mal die Punkte nicht verteilen. Ihr wisst ja, sonst gibt es da immer wieder Moralprobleme. Und die Moral der Geschichte ist eben schlechte Moral. Feldstudien, ich hab doch Feldstudien. Dings hat es doch, wie heißt da? Tengi. Tengi hat Feldstudien. Na gut, aber du musst jetzt nicht unbedingt in dem kalten Wasser da. Naja. Wenn er unbedingt möchte. Ich will ihn ja nicht aufhalten, aber naja. Muss nicht sein. Das muss eigentlich gar nicht sein, dass er hier im kalten Wasser rumplanschen muss. So, jetzt wollte ich ja noch was probieren hier. Und zwar Sanitär. Da gibt es doch auch einen Flüssigkeitsdetektor. Flüssigkeitssensor. Eigentlich müsste es doch Rohrflüssigkeitsdetektor heißen, oder? Naja, gut, ist egal. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Bauen den hier hin.
Dann muss ich mal überlegen. In dem Fall machen wir es jetzt so, wenn verschmutztes Wasser kommt, dann soll der Auslauf aufspringen, den ich jetzt hier baue. Da machen wir es im Prinzip gerade andersrum. Also da benutzen wir dann das grüne Signal, dass der Auslauf offen ist. Weil dann können wir so ein bisschen das verschmutzte Wasser hier rauspumpen. Ja, doch, so in der Art. Weil ich wirklich nicht weiß, ob diese Entsalzer, ob die eben das verschmutzte Wasser, ob die das vertragen oder nicht. Tok, tok. Die habe ich, also eigentlich habe ich diesen Flüssigkeitsdetektor-Sensor ja auch noch nie so wirklich gebaut. Fällt mir gerade auf. So, verschmutztes Wasser. Uranium flüssig, echt? Kann ich mir nicht vorstellen, aber okay. Verschmutztes Wasser. So. Genau, und dann ist das Ding nämlich zu, wenn kein verschmutztes Wasser da ist. Na, Tengi, das müsste jetzt echt nicht sein. Dass du da jetzt hier in dem kalten Wasser rumforscht hier. So, jetzt ist die Frage, das verschmutzte Wasser schwimmt hier auf, okay. Nach Einfangen kann man das Wasser leider nicht, zu viel. Weil dann würde ich ganz gerne hier unten wieder am tieferen Punkt da eine Pumpe bauen. Das Salz hier graben wir wieder aus. So, und jetzt hier, da muss ich mir jetzt mal was überlegen, weil da wollte ich ja die Decke bauen. Und so kann ich es halt nicht, ne? Ach, da kommen wir nicht dran. Noch ein bisschen abkam. Die Leiter ist jetzt eigentlich auch für nichts mehr gut. Der bricht jetzt eh nicht aus, weil er verschüttet ist, oder? Der muss jetzt auch jetzt nicht ausbrechen. Wir werden bestimmen, wenn er ausbricht. Und dann, wenn wir es freigraben, ist er wahrscheinlich im Ruhestand erstmal. Ihr werdet sehen, also das wird so hinkommen, dass es. Weil ich habe oft so das Pech, dass das dann passiert. So, ich werde. Ja, jetzt ist die Pumpe hier im Weg eigentlich so. Aber das ganze Gedöns, das wird mir wahrscheinlich ewig bauen. Das wird man eher da oben hinstellen, den Kanisterabfüller. Da irgendwo. Wobei, da ist es halt auch wieder so kalt, ne? Das begünstigt das Klima in der Rakete dann nicht so sehr, ne? Schmutziger Sauerstoff. Ah! Jetzt haben wir da gefunden, warme Weste. Schützenträger vor Kälte. Okay, ja gut, das ist ein schicker Anzug. Warte mal, wer hat denn noch keinen? Den kriegt Bohr hier. Den ich aufräumen. Den kriegt Bohr. Na gut, die Wärmeweste, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Im Prinzip habe ich die Dinger noch nie, weil die tun auch so schlechte Deko verbreiten. So meine Meinung halt. So, damit das hier anlaufen kann. Natürlich muss ich vorher erstmal den Strom wieder hierher bauen. Damit das hier. Ah, wir können es einmal so machen, dass wir das mal kurz hier mit. Ja. An den Strom hängen. Ansonsten mache ich meistens immer ein Laufrad hin. Naja, gut, wir haben hier den Strom. Machen wir das mal kurzfristig so.
Und wenn es dann keine Unterstützung mehr braucht, kann man das Ding ja dann wieder zerlegen. Ach, hier sind wir jetzt auch schon weiter. Ja, hier habe ich jetzt eine Idee. Also ich... Ja, das ist sogar mehr, wie ich gedacht habe, der Druck hier. Genau das ist nämlich das Problem. Wobei, da drüben brauche ich es nicht mehr machen, aber da machen wir mal Folgendes. Damit wir hier nämlich bauen können. Der Tank wird nämlich nicht so groß sein, wie ich jetzt hier. Da bauen wir jetzt erstmal hier Ziegel drüber. Ja, wobei... Ja, wir können da ja sowieso nicht. Das war jetzt. Ein Seelenkollaps. Mensch, erschreckt mich doch nicht so. Gesundheit. Crap. Okay. Ah, nein. Moment. Alarm, Alarm, Alarm. So, boah. Ja, es passiert nämlich genau das, was ich eigentlich nicht gedacht habe, dass es passiert. Dass der Ziegel hier durchbricht. Was mache ich denn hier gerade die ganze Zeit? Das so rumwackeln hier so komisch. Das war jetzt blöd, ne? Aber bei der Schnee ist egal. So, zur Sicherheit baue ich jetzt hier mal luftdurchlässige Ziegel. Damit da der Druck nicht hier Schaden verursacht. Der Graubelweizenkorn hast du hier geholt. Ach so. Ich sehe ein Glotz. Na, da machen wir jetzt das folgendermaßen. Und wieder mal so eine Handpumpe hin. Wenn mich das Spiel lässt. Da. Jetzt bauen wir nicht so langsam den Tank hier und da habe ich eigentlich gesagt, ja, das kommt dann hier weg. Brauchen wir hier, das bauen wir woanders wieder hier. Falsch. Da. Zumindest die eine Seite. Ja gut, wobei wir werden sie beide zerlegen. Das Ganze brauchen wir gar nicht mehr. Das da muss ich mal konsequent sein, dass wir jetzt einfach mal sagen, nee, wir bauen das an anderer Stelle wieder. Spätestens, wenn wir halt wieder eine Rakete befüllen haben mit Sauerstoff, dann wird man es tun. Apropos, ich glaube, da herrscht schon ein Druck. Oh je. Hui! Alter Schwede.
Benötigt Leerung. Also der Kühlschrank ist mittlerweile voll. Ah, wir haben sogar das Schwamm-Chart-Hard gehabt hier. So, lass mich mal überlegen. Kann man den Kanister-Leerer wieder zerlegen? Was? Och nö, warum? Frankie, was hast denn das wieder gemacht? Jetzt aber verpiss dich hier mal ganz schnell. Mann, Mann, Mann. Diese lebensmüden Duplikanten hier mal. Eieiei. Die kann man nicht einen Augenblick aus den Augen lassen hier. So, mal gucken hier. Nö, 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 nö. Wir nehmen die Leuchtkäfer-Nymphe. Hat zwei Leben hier, oder die eine hat sich schon vermehrt vielleicht. Wobei ich denke eher, dass die eine alte ist und... Na, bleib doch mal. Die ist neu. Ja, und die ist die alte. Das heißt, die hat schon eine neue hier praktisch gelegt hier. Ja, vier Raupen haben wir hier oben. Hoi. Ganz schön. Betrieb hier. Und hier haben wir... Ja, da haben wir jetzt annähernd fast schon eine angenehme Temperatur. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kohle, Kohle, Kohle. 11,7 Tonnen haben wir noch. Und Keramik müssen wir mittlerweile schon einen Haufen haben. Ja, wir wärmen das hier. Ach, da hat sich's ja auch schon erwärmt. Ah, und das ist passiert hier, was ich wollte. Jetzt wird mir jetzt noch hier das Wasser noch so ein bisschen reinlaufen lassen hier. Wobei, das geht ja nicht. Die Tür hier. Die geht wahrscheinlich nicht, weil das von der falschen Seite ist. Jetzt dann nicht wischen, das tun wir jetzt dann hier Freigaben. Und ja, und dann wird man das. Oh oh. Ipagramm. Da sind schon die Ipagramm, ja genau. Die sind nämlich schon hier reingesickert hier. Und da ist schon zu viele unten. Na gut, das ist im Moment nur verschmutztes Wasser. Es ist nichts. Warum ist es eigentlich. Warum verändert sich da die Kiloanzahl? Seht ihr das? Da ändert sich die Kiloanzahl. Merkwürdig. Vielleicht wird es irgendwann weniger. Kann man mir nicht vorstellen. Na gut, da ist schon ein bisschen, aber es ist ja jetzt noch nicht verkeimt. Zeile, wir kriegen hier mal Keime rein, dann wird es hier ein Keim-Hotspot. Ganz einfach. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Und daher möchte ich jetzt ganz schnell mal hier hinten, dass es begraben wird hier. Ups. Oh, der Tank ist dann voll. schön. Der Tank ist ja dann voll. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Dann wischen wir den Rest mal lieber schnell wieder auf, ja. Hä? Whisky tut ihr bei Essen nebenbei, oder was? Hey, warum ist er jetzt gerade hier? Hä? Das habe ich jetzt nicht kapieren müssen, der hat ja gerade gegessen. Das habe ich jetzt ernsthaft nicht kapiert, warum der jetzt hier gegessen hat.
Dann ist es nämlich hier wieder versorgt. Und das können wir eigentlich auch wieder zumachen hier oben. Isolieren müssen wir es eigentlich fast nicht mehr. Nö. Hat kein Bewandtnis mehr, dass wir es isolieren müssen. Können wir eigentlich auch normale Ziegel jetzt wieder nehmen. So, der Thermoannullierer ist jetzt hier dann bereit. Also der ist nicht mehr überflutet, der war der ganze Zeit überflutet. Das hat mich so ein bisschen geärgert hier. Ja, geht es? Ne, das ist von der falschen Seite, habe ich schon gesagt hier. Das noch zu legen. Jetzt kann man auch die Tür zerlegen, die man nicht braucht. So, da habe ich das aufgemacht. Wenn hier das Wasser wieder runterfließt, dann kann das dahin. So, ach, die Sache läuft ja schon. Ah, schneller wie ich geplant habe. Dann können wir der die Energieleitung trennen. Wir haben ja schon ein bisschen Wasserstoff da. Ja, haben wir. Unsere Filterung funktioniert, ohne dass hier was kaputt gegangen ist. Ja, funktioniert vorschriftsmäßig. Ja gut, wenn dann Überdruck... Ja, die Anlage bleibt sowieso stehen. Ich habe nämlich totaler Quatsch erzählt. Die wird ja dann aufhören, weil Überdruck und ja. Genau, also wird es eigentlich nie zu viel Sauerstoff sein. Weil ich da rumgemacht habe, das Ausschalten und so weiter. Das braucht man gar nicht. Gut, ich muss mir trotzdem irgendwann was überlegen, wenn wir zu viel Wasserstoff haben. Der dann hier. Apropos, was macht denn unser Achievement? Die Zusammenfassung, bitte. Und zwar. Das ist super erneuerbar. Ah, das haben wir ja fast schon bald. Na, was heißt fast bald? Da fehlt. Mir fehlten da noch 100.000 circa. Ja, in dem Prinzip, deswegen meine ich ja, man könnte die Generatoren auch ohne Begrenzung laufen lassen. Was ist jetzt? Nein. Wo kommt das Wasser jetzt auf einmal so viel her? Wisch das weg, aber schnell. Ja, nicht herpfeifen. Abwischen. Okay. Hey, ich hab's. Da ist. Wahrscheinlich Eisgeschmolzen und Schnee ist dann hier. Okay. Schon verstanden. Klock. Oh Gott. Na gut, das ist wieder Quatsch. Ja, gut, dass ich es gemerkt habe. Ich wische ja so gern. Ja, da ist der Schnee nämlich runtergeflogen, weil hier Eis geschmolzen ist. Da schmilzt das Wasser. Gut, das kann hier mit runter. Ja, so langsam taut halt die ganze Sache hier auf, ne? Das Salzwasser nach Möglichkeit, weil sonst wird es immer mehr hier. Jetzt, das kriege ich hier gar nicht mehr rein weg hier dann. Na gut. Das ist schlecht.
Ja, jetzt werdet ihr fragen, warum. Das ist aus vielen Gründen schlecht, dass das jetzt hier mehr wird. Also, dass es jetzt hier über 1000 Kilo wird. Irgendwann kann mir nämlich hier dann der Ziegel durchbrechen. Und deswegen ist es schlecht. Ja gut, was passiert? Das fließt halt da. Ja, mal schauen. Wie ist denn das jetzt hier eigentlich? Ja? Das wird hier immer heißer. Aber ich habe noch nicht den Grund rausgefunden. Es kann. Also es kann jetzt eigentlich nicht sein, dass hier das Abyssalit, auch wenn es hier heiß ist, aber es ergibt eigentlich so wenig die Hitze ab. Also das ist. Naja. So, Tropfen, Tropfen. Jawohl. Nee, wir müssen da was tun, weil das kann ich so nicht lassen. Ich habe auch schon eine Idee. Ja, das ist aber jetzt doppeltes Problem wahrscheinlich. Weil er wird hier wieder verschmutztes Wasser rumpumpen dann und das wieder da nachher reinlassen. Zur Not muss ich da dann die Autoabfüllung deaktivieren. So. Okay. Mist, da ist. Wieso ist denn da jetzt Wasser im luftdurchlässigen Ziegel drin? Ah, das passiert manchmal. Manchmal passiert es einfach, dass da Wasser im Ziegel drin ist. Aber ich weiß nicht, wieso. So, was hat denn der für Werte hier? Okay, 4700. Gramm pro Sekunde Sonne bei 10 Grad minus. Eruption 241 Sekunden, alle 440 Sekunden. Aktive Phase, also alle fast 5 Minuten sozusagen. Aktive Phase. Aha, nächste in. Ah ja, der würde dann jetzt demnächst wieder anfangen. Na ja, gut, das braucht jetzt, ne? Der könnte ruhig noch 50 Zyklen warten, ja. Jetzt wird das ganze Gedöns hier weggepumpt haben. So. Wenn ich jetzt nochmal Ziegel hinbaue, wird das dann hier zerstört, das Wasser, oder? Ich weiß es nicht. Oder ob es dann wieder zwischendrin steht. Na, den können wir dann fast woanders hinbauen. Aber hier mal aufmachen. Die Pflanzen können wir auch zerstören. Na, was ist jetzt wieder meinem Hals los hier mit meiner Stimme? Verdammt! Also das. Wenn die dann immer so belegt wird. Na, da weiß ich jetzt gerade, da könnte sich ja einer einschließen. Das sollten wir vielleicht ein paar Leiter hinstellen. Da müsste man hier durchgraben können. Das Sand. Der muss hier natürlich weg. Und im Prinzip können wir den hier auch nochmal hier unten bauen, den hier. Allerdings halt auch mit dem großen Stromanschluss. Das geht ja auch so. Lied? Warum? Was? Vor wem fliegt man denn hier? Ich hab doch diesen komischen Krabben-Dinger da. Ah, zu spät. Irgendwo wieder so eine blöde Krabbe hier wahrscheinlich.
Na, 408 hat sich jetzt eingependelt. Ups. Ach, die haben Eier gelegt. Die haben gedacht, die sind verreckt oder was? Komisch war. Dann nochmal aufwischen. Ja, schau, da ist jetzt einmal Eis runtergetropft wieder. So, das kann ich das Salz ja noch weggraben. Ja, ich bin immer zu langsam, flieht. Vor wem flieht er denn? Weiß nicht, vor wem er da flieht. Und er hat auch Schaden. Ich weiß aber nicht, woher. Wir haben doch hier nirgends mehr so eine blöde Krabbe, oder? Also wenn das nächste Mal flieht kommt, muss ich ganz schnell sein. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Hm. Denn die Käfer sind doch alle lieb hier, die Raupen und die Teppiche hier. Irgendwo hier solche blöden. Ich habe irgendwo welche gesehen, aber. Der war ganz woanders, glaube ich. Na, hier unten sind wir fertig. So, ja, das hat ja super funktioniert hier. Genauso wie es nicht funktionieren hätte sollen. Ja, echt mal wieder, dass sie Untätigkeit haben, die Duplikanten. Das wundert mich so. Normalerweise haben wir immer Probleme, dass wir zu viel zu tun haben. Ja, das war so klar hier, dass das zu Fuß macht. Und Abi ist er. Ja, tut mir leid, jetzt bist du aber auf die Leiter. Ja, gut. Ich bin eigentlich nicht ins Wasser gefallen. So, jetzt mache ich das mit Absicht, dass ich den hier das Ganze abgraben lassen kann. Platsch. So. Okay. Gut, hier müssen wir jetzt mit System vorgehen. Ja, da ist immer noch Flüssigkeit drin. Gut, das graben wir mal weg. Dann können wir es nochmal probieren. Prepped. Ach, okay. Wisst ihr gar, dass ich so viel graben tue hier? Bin doch der Baumeister, na gut. Wenn halt mal nichts zu graben ist, zu bauen ist. Dann wird gebaut. Ganz einfach. Tja, blöde Leuchte. Mal jetzt mal absichtlich wieder so. Wie ich wegkam hier. Aha, was ist denn da passiert? Quält sich das Wasser hier schon nach oben?
Aber jetzt ist niemand gekommen, hier flüchtet oder so. Das war merkwürdig. Wir haben jetzt wirklich genügend Wasser hier, ne? Ja, viel zu viel. Wir brauchen das gar nicht. Also, naja. Am Anfang für Essen kochen, aber im Moment, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zum Kochen Wasser. Ne, für die Wasserspender hier. So, was hätten wir denn hier Schönes? Nochmal hier. Salzwasser. Ne, Salzwasser will ich nicht haben. Ich lehne alles ab. Auch die ganzen Duplikanten gefallen mir nicht. Ne, wir brauchen hier ne. Nee. Wir brauchen keinen weiteren Forscher. Na gut, ich glaube, unser Kreislauf hier funktioniert jetzt ganz gut. Also das hat hier Vorrang, das momentan. Also solange halt die Wärme hier... Ja. Irgendwann wird man wahrscheinlich dann wieder kühlen müssen. Also da wird es wieder anders umschlagen. So, was ich hier noch... Ich mache hier gerade so eine richtige Doktorarbeit draus. Also eigentlich ist vorgesehen, dass ich dann hier so laufen kann. Und das wollte ich jetzt nochmal zerlegen lassen. Dann wollte ich nochmal gucken, ob da nicht nochmal, wenn ich das jetzt hier dann nochmal baue, ob dann hier noch einmal was in die Ziegel reingeht. Naja, Gesundheit unter Wasser niesen. Muss man auch erstmal können, unter Wasser niesen. Da wird hier die Decke so langsam mal eingezogen. Hä? Da hat er jetzt geatmet zwischen den Ziegeln. Ach nee. Okay, nee. Aber Glück gehabt. Ich hab gedacht, der wird's. Schockier mich doch nicht so, du kleiner Duplikant, Mensch. Heieiei. Ich dachte, der wird's hier eingesperrt. Ja, hust, hust. Die Temperatur, die geht eigentlich tatsächlich. Was kommt denn eigentlich, wie warm kommt es hier raus? Ja, mit 30 Grad, okay. Ich glaube, das ist standardmäßig so. Weil das wird ja hier, glaube ich, schon erwärmt, das Wasser. Auf eine gewisse Temperatur. Das hat hier 37 Grad, das Wasser. Okay, interessant. Das kommt ja praktisch aus der Entsalzungsanlage mit 37 Grad. Oder 40, je nachdem. Ach, da habe ich gerade hier Attributerhöhung gekriegt. So, Ob mir das Wasser so den Gefallen tut, wie ich es gerne hätte? Hier hätte ich ganz gern, dass die Sohle irgendwann raussaugt. Aber ich weiß nicht, ob jetzt da unten, ob die jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen. Zeit noch nicht beobachtet. Ja, tun sie. Ah, jetzt weiß ich auch, wo. Ja, da hat er. Genau deswegen, da ist er gezwickt worden. Nee, doch nicht. Die haben doch hier nicht. Okay. Aber trotzdem tue ich mal das Gebäude hier deaktivieren. Und im Prinzip kommt dann hier ein Flaschenentleerer hin mit Salzwasser, dass man das dann hier wieder reinkippen kann. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, dann machen wir hier. Machen wir dann mal die Abgrenzung hier. Da lassen wir es mal noch offen. Ja, beziehungsweise das kommt halt dann so. Im Prinzip dann hier, dann kommt die später hier, aber das muss halt die ganze Brühe muss noch weg hier. Und die Dreckbrühe, ja, ihr wisst ja. Ne? Blubber, 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 blubber. Das kann aber, na, irgendwann kann es immer ausblubbern. Dann ist vorbei mit Geblubber. Okay, da ist das passiert, was ich mir gedacht habe. Dass das Eis da unten dann gleich hier warm wird. Manchmal geht es ganz schnell. Ah, toll. Ja, das ist nun unten runter, ne? Ja, und die haben auch ordentlich Zeit gehabt, Öl zu produzieren. Warte, müssen die, ja, die haben noch ein paar Gramm Kohlendioxid, aber irgendwann müssen sie ja dann langsam mal sterben. Also, ja, ersticken dann. Ja, Erdgas, das hat sich hier angesammelt. Ich glaube, ich habe ja einen mit Flatulenzen aufgenommen. Können wir Erdgas. Also, wenn wir was kochen wollen, so viel Erdgas produziert aber nicht. Warte mal, ist der Küchenraum nicht eigentlich zu groß? Große Halle. Keine industriellen Maschinen. Ach so. Die industrielle Maschine ist wahrscheinlich das Ding hier. Ja, da kriegt man leider keinen Moralbonus rein in den Raum. Auch Erholungsraum nicht, Speisesaal nicht. Und eine Küche gibt es halt nicht. Es gibt, also es ist schade, warum gibt es eigentlich keinen Küchenbonus hier? Aber ich möchte es halt tatsächlich hier mit der Automation haben hier. Mist. Na, dann ist die Raumgröße wurscht. Weil da wird wahrscheinlich hier noch irgendwann so ein Ofen kommen. So ein Gasofen dann. Ja, jetzt läuft mir hier das Wasser übrig. Das ist, das war so klar, dass das passiert. Was kommt da jetzt das Wasser eigentlich her? War doch kein Eis. Merkwürdig. Und hier ist auch noch Wasser. Weg damit. Eis. Ja, das wird hier dann auch noch schmelzen. Das habe wenigstens kein Wasser mehr in den Ziegeln da drin. Camille grinst sich einen ab, ey. Habt ihr das gerade gesehen, wie die gegrinst hat? Na, ja, ich mag ja friedliche Leute, also von daher. Kann sie sich gerne einen abgrinsen, also da habe ich nichts dagegen. So, jetzt wäre nur die Frage, wenn ich hier Sohle abpumpe und hier den Flaschenentleerer mache, ob das dann irgendwann das verschmutzte Wasser erreicht. Also hier in die Richtung den Flaschenentleerer. Ich meine, gut, da haben wir das. Das wird mir irgendwann rausgepumpt haben, auf jeden Fall. Was, habe ich auch schon Schaden? Oder ist es nur Atem? Nee, das ist Atem. Ja, leider kriege ich das jetzt nicht auf die ganze Länge hin her. Doch, ich krieg's hin. Bin ich denn eigentlich ganz doof? Bin ich denn verkalkt hier? So, wir machen das hier nämlich so. Das reißen wir hier hin. Und im Prinzip, warte mal, das geht, dann können wir das nicht komplett zerlegen hier. Ich hoffe, dass hier wirklich keiner absäuft. So,
besser. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass das so, ich werde es nochmal umbauen auf jeden Fall. Aber ich werde hier unten die luftdurchlässigen Ziegel hinbauen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, weil ich der ganzen Sache nicht traue. Weil ich habe so die Bedenken, weil das hat tatsächlich Sohle, hat Überdruck hier. Aber warum sie das hat, das habe ich noch nicht rausgefunden. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Wir müssen froh sein, dass hier zum Beispiel der Ziegel nicht bricht. Weil das hier, wenn hier die ganze Scheiße runterläuft, Entschuldigung für das Wort, aber ich muss es so sagen, wenn das hier runterdrillt, dann haben wir da ein Riesenproblem. Ja, auch hier war ein Problem. Ich meine, gut, nicht, dass jetzt hier, vielleicht muss das Sauerstoff hier unten ansammeln. Aber ja, das ist schon interessant, wie sich der verschmutzte Sauerstoff hier anreichert. Also, der ist ja auch nicht schwerer oder leichter wie der normale Sauerstoff, ne? Okay. Ja gut, da wird es dann auch wieder kritisch. Ja, aber es ist halt verwunderlich. Hier haben wir auch Abyssalit mit 900 Grad und so weiter, mit 800 Grad. Hier fast 1000 Grad und hier ist es nicht so warm wie da drüben. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Ich meine, hier unten könnte man eventuell mit Dampfmaschinen Erdwärme erzeugen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wahrscheinlich erstmal. Ja, man muss es ausprobieren. Also man muss es tatsächlich ausprobieren. Das wird halt nur schwieriger, weil ich ja diese Luftschleuse nicht habe, die ihr schon kennt. Aus dem Basisspiel. Da lass mich mal überlegen. Wollte ich da was zerlegen? Ach, die Leiter kann ich eigentlich weg. So, wie schaut sie aus? Ah ja, genau, da sind wir schon soweit. Im Prinzip kann ich das hier schon umbauen, so wie ich das vorhabe. Wenn ich jetzt hier immer wieder so ein Stück weggrabe und dann können die doch da den Ziegel immer wieder bauen. Ja, da kommen alle, weil da alle nichts mehr zu tun haben, oder was? Es ist einmal ein Wunder hier, dass das jetzt so läuft. Ja, Untätigkeit tatsächlich. Hm. Hä? Wo kommt denn das Wasser jetzt wieder her? Ah, wegen dem Eis wahrscheinlich. Wir haben leider keinen Platz mehr für das Eis. Ah, das... Wenn das hier schmilzt, das ist blöd. Hm. Müssen wir halt öfters wischen. Das Einzige, was ich hier machen könnte, wäre hier mal so ein Stoppziegel machen. Dass, wenn ich da mal nicht drauf aufpasse, dass es hier nicht überhand nimmt. Was ist da eigentlich gerade runtergefallen? Eis. Irgendwas gefriert hier gerade. Okay. Ja, wahrscheinlich das normale Wasser gefriert hier wieder zu Eis. Oh, da sind wir auch ein Stück weiter. Also das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme. Weil ich der Sache nicht traue. Gut, ich müsste dann Seiten auch noch hochziehen. Habe ich jetzt natürlich versäumt. Ja, so wird es nicht funktionieren. Nee. Ja, das ist jetzt ein ungewöhnlicher Schlafplatz. Also, naja. Aber okay. Naja, der dürfte doch jetzt... Ah doch, obwohl das hier der Schnee hier ist. Hm.
Ja, dann kann ich ihn auch weggraben hier, wenn er hier erzeugt. Na, wir haben es ja bald. Dann, das möchte ich jetzt noch abwarten, deswegen mache ich heute tatsächlich wieder länger. Nicht um euch zu ärgern, nein. Eigentlich nur, damit ich das hier fertig bekomme. So, dann gucken wir nochmal geschwind in den Drucker rein, was der für uns hat. Hallo. Sand. Ja. Mein ganzes Kriegen hier. Trautes Heim. Ach, hier müssen wir nur 12 in der Kolonie haben. Und ein großartiges Monument. Ich weiß gar nicht, das habe ich noch nie gebaut. Wo ist denn das überhaupt? Das Möbel? Das ist ja Möbelmonument. Glas, Diamant und 5 Tonnen Stahl. Wow. Obsidian. Plastik. Keramik. Ah, haben wir doch noch keine so viel Keramik oder wie? Ich dachte, wir hätten schon so einen Haufen Keramik. Oder zählt es jetzt nicht, weil wir eins von den anderen Sachen noch nicht haben? Ich habe das Ding nie gebaut. Das steht mir eigentlich in meiner Basisspielkolonie an, aber ich weiß nicht, ob er da den Dings erreichen wird, weil die Massiats haben, also die Moral halten und so weiter, das haben wir hier super im Griff gerade. Das glaube ich, dass es im Basisspiel nicht so einfach bei mir ist jetzt hier. Ah, wir sind ja soweit, okay. Also wie gesagt, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme hier. Ah, da können wir ja... Perfekt. Können wir ein bisschen verschmutztes Wasser wegmachen hier. Wollen wir ja eh wegkriegen. Aber noch ein bisschen was. Und Block. Ah, aufgehört vor. Ich hab's gewusst. Da ist wahrscheinlich die Luft ausgegangen. Ah, jetzt hat er perfekt. Können wir eigentlich im Prinzip. Können wir das jetzt zubauen? Ja, und wehe, du bleibst hier zwischendrin, Schnecke, du. Dann kriegst du Ärger. Mit mir kriegst du dann Ärger. Das kann ich nicht leiden, wenn die dann da zwischendrin rumgammelt. Da hinten ist wieder ein bisschen. Ich meine, solange der hier spuckt, brauchen wir eigentlich nicht wischen. Auf jeden Fall kommt die Pumpe gegen den an, weil die mehr absaugt wie. Also, sie sind so unterschiedlich, die ich geisiere. Das habe ich nicht schon im Hauptspiel gemerkt. Warum wird denn das hier nicht gebaut? So, Gesundheit.
diese blöde Fliegenkette, die sammeln sich immer wieder hier oben auf. Das nervt. Soll ich mal aufhören, mich da zu nerven? Und der Finger, wie lang spatzt denn der immer her? Ja, der geht ganz schön lang her. Hä? Jetzt hast du schon wieder gegessen dabei, habt ihr das gesehen? Das ist immer so komisch, warum ist der dabei? Warte mal, das müsste gehen, ja. Ah, der hat aufgehört zu spucken. Dann können wir da nochmal ein bisschen Wasser wegwischen. Und im Prinzip möchte ich ganz gerne, dass er das zuerst macht. Ja, nee, ach Mann. Jetzt drückt sich ja hier wieder Wasser her. Wird ja verdrängt. So, okay, passt schon. Ja, ja, sehr gut. Und dann können wir auch den Durchgang sozusagen schließen. Und hier machen wir Autoabfüllung, Flüssigkeit, Sohle. Und das können wir eigentlich zerlegen hier. Ja. Gut, und da. So. Der wird aber auch noch gebaut, ja. Noch den da noch austauschen. Im Prinzip ist es sozusagen ein Sicherheitstank, wenn wir so wollen. Also dass der nicht bricht, dann sozusagen dann ja abgesichert. Ja, und im Prinzip ist er jetzt eigentlich fertig. So, und jetzt kann hier die Sohle abgepumpt werden. Oder die, wo wir schon aufgewischt haben, kann die abgeliefert werden. Wenn wir noch ein paar mehr bauen würden, wäre es natürlich besser. Sonst dauert das halt immer entsprechend. Aber egal, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen hier. Ich sage auf jeden Fall jetzt nochmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Wem es gefallen hat, der lässt gleich einen Kommentar da. Und wer so lange durchgehalten hat, der schreibt einfach mal hin. Was schreibt er denn mal hin? Entsalzung in die Kommentare. Ja, ich mache immer mal wieder so einen Test, ne? Ja, ich sag tschüss, bis dann, euer Lego.